willkommen zu Episode 23. Ich freue mich, dass ihr noch da seid. Und ich weiß, es war echt lang, seit ich ein Video gemacht habe. Aber wir schauen zurück auf den Sommer und ich möchte gern alles einholen. Und es geht los mit der Kellertrockenlegung von draußen. Letztes Jahr, wie ihr vielleicht weiß, ich glaube Episode 15 und 16, haben wir die unterste 50 cm unser Fundament etwas ausgebessert, Stahlsteine aus Styropor genutzt und mit Beton aufgefüllt. Danach haben wir diesen unterste Bereich alles mit Dickbeschichtung, so Bitumenanstrich, schön dicht gemacht. Und jetzt geht's weiter. Auch die obere Teil der Fundament wird abgedichtet und Dämmung dran gebracht. Und zum Schluss ein Einbruch für ein neues Eingangstor. Okay, viel Spaß! So sieht unser Fundament aus nach der Winter. Eigentlich noch alles ganz in Ordnung. Die Gewebe, die man hier sieht, muss man natürlich nach draußen klappen. Und die freie Flecken muss alles mit Bitumen abgedichtet werden, Dämmung dran gebracht, anschließend Nobbenbahn. Wir haben hier nur die unterste Bereich, die schon unter Erde sitzt. Und das sind die Styroporsteine mit Beton ausgefüllt. Das kann man in die Episode 15 und 16 mal anschauen, wenn man Interesse hat. Also jetzt hat es so überwintert und wir wollen das jetzt abschließen. So sieht das aus bei uns. Hier kann man die Profile, die Styropor-Bausteine erkennen. Auch die Dreckhaufen stören langsam, wo man das irgendwann wieder einfüllen. Ja, ganz schön wild eigentlich. Das erste Aufgabe war sauber machen. Also das ganze Dreck und Staub, das gesammelt hat, alle kleinen Steine, die reingerutscht haben, wo die nicht gehören, habe ich sorgfältig gekehrt, gesaugt, damit wir sauber anfangen kann mit der Bitumen. Auch die Pollenstaub klebt überall. So, ordentlich mischen. Das ist eine Zwei-Komponenten-Bitumen-Dickbeschichtung von Maxit. Haben wir auch im Herbst genutzt und waren sehr zufrieden damit. Man muss natürlich diese kleine Sack mit reinmischen in die ganze große Kübel. Jeder Kübel ist so 30 Kilo. Und das schwarze Zeug ist ein Mess. Es klebt, es lässt sich nicht abwaschen. Aber wenn man ordentlich tut, macht es richtig schön dicht. Wir haben schon hier eigenes gestrichen. Es ist relativ zeitintensiv. Wir haben drei Schichten aufgetragen, immer mit Spachtel und zwischen der zweiten und dritten Schicht diese weiße Gewebe, damit nichts reißt und es alles schön zusammenbleibt. Es dauert einfach seine Zeit. Hier sieht man auf die Seite, dass die Gewebe von der unteren Ebene schon hier hochgeklappt ist und wird jetzt auch nochmal zugeschmiert. Ja, ein Brotmesser hat eigentlich. Soll ich die Schnabel gleich machen? Also das ist wird nichts zum Schnabel. Hier müssen wir ganz schön kreativ werden. Da unsere Wand extrem uneben ist, können wir die Platten nicht einfach so rankleben. Der Brotmesser war nicht richtig, der Kettensäge ging aber teilweise. Für große Unebenheiten haben wir die Platten ausgeschnitten und alle Kleinigkeiten haben wir richtig gut mit Bauschaum ausgefüllt. Lösung hätte, denke ich. So, was wollt ihr jetzt haben? Na, irgendwas zum Schneiden, weil das geht nicht. Irgendwas mit Zähne. Also kannst du nach unten klappen, aber... Eventuell hatten wir auch ein ganz gutes System, um die Platten zu schneiden. Da unser Gelände geht nach unten, musste jede Platte leicht schräg geschnitten werden. Also nicht unbedingt die professionellste Lösung, aber für uns hat es ganz gut funktioniert. Auch die Unterkante von jeder Platte muss schräg geschnitten werden, damit es schön auf unserem Sockel anliegt.
Wir wollen möglichst wenig Luft dahinter haben, also heißt gar keine. Dafür haben wir Bauschaum genutzt. In die erste Linie als Kleber, damit die Platten schön dran bleiben, aber ebenfalls, weil das bis zum 10-fach schwellt und damit können wir sichern, dass es echt lückenlos anliegt. Aktuell hat das Bauschaum so sehr geschwollen, dass es hier überall rausdrückt und wir müssten jede einzelne Platte hier stützen, sonst hätte es die Platten von der Wand weggedrückt. So sieht das jetzt vorne aus. Dieser Platz hier ist natürlich für ein Lichtschachtfenster, das machen wir ein bisschen später. Die ganzen Granitsteine dort müssen wegkommen und eventuell wird das nur ein Fenster, unsere Eingangstür, und wir würden hier durchbrechen. Genau hier sieht man eigentlich der Platz. Damals war der Original-Eingangstür und die würden wir wieder gerne in Gang setzen. Also hier vorne kommt so ein Ort von Windfang irgendwann und ja, diese Granitsteine müssen rausgenommen werden hier unten und würden hoffentlich wieder gut hingemauert auf die andere Seite. Auch wichtig mit der Bauschaum war, dass alles schön nass war. Da wird der ganze Wand immer so angespritzt und alle Kanten von der Dämmplatte ebenfalls nass gemacht. Schön alle Löcher auffüllen von oben und weiter geht's. Hier sieht ziemlich gut aus. Da haben wir lang überlegt, wie wir das am besten machen mit unserer Wand, ohne dass wir zum Beispiel das ganze Ding mit Zementputz flach machen müssen. Und das hat sich als eine gute Lösung ergeben. Und im Endeffekt waren wir auch ganz glücklich damit. Der Kettensäge hat schon ganz gut funktioniert, wenn man, sag mal, Carving machen müsste an die Innenseite von den Platten. Allerdings, ich fand es echt nicht schön, dass es so viele kleine Styroporteile überall gesprüht hat. Die Großteil habe ich mit der Staubsauger aufsaugen können und die Reste haben wir immer, ja, möglichst Mühe gegeben, dass es in die unmittelbare Nähe von der Wand lag. Aber wenn ich meine Wünsche alle erfüllen könnte, hätte ich das gesamte Projekt nur mit natürlichen Baumaterialien gemacht. Und voilà, eine Stunde später sind alle Granitsteine weg. So, hier sollte unsere zukünftige Eingangstür sein. Zum Glück war auch die Originaleingangstür dort, also wir müssen jetzt so viel machen. Man sieht hier, wo es ausgemauert wurde. Und hier oben sieht man eine von zwei Stützen. Hier guckt noch die Stahl ein bisschen raus. Das hat lang gedauert. Die haben ausgemauert mit vielleicht Beton, weil die Ziegeln sind alle kaputt gegangen, bevor die Materialien die fügen. Also nach einer Weile habe ich entdeckt, dass die ehemalige Stutz sieht doch nicht so gut aus. Hat mir ein bisschen beunruhigt, die ganze Stahl hier guckt raus, innen sowie außen. Ja, da ist dann der Dominik tatsächlich wiedergekommen und haben wir gleich mal was runtergestellt.
Ja, und damit ist der nächste unerwartete Job auf der To-Do-Liste Stutz tauschen beim Eingang. Vielen Dank für das Schauen. Das war's für diese Episode. Nächstes Mal geht weiter erstmal mit Kernlochbohrung. Da müssen wir noch ein paar Leitungen durch die Kellerwände durchbringen, bevor man zumachen kann. Und danach schauen wir im Keller rein. Die ganzen Leitungen, Elektrik, Wasser, Abwasser, alles was so unter der Bodenplatte gehört. Bis dann! I wanna fall in that sea, in the prime of a life. I wanna go where that be, with some time at the mic. And I'll go on a blast free, everything that I like. We got a new style.